denn, ha? Wo ist jetzt das? Wo ist es? Pfarramt Albach in Kösselsberger, grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Frau Kick, ich grüße Sie. Was gibt's, ha? Was? Wer kommt jetzt gleich zu uns? Tut mir leid. Leider weiß ich gar nichts davon. Ich bin ja erst seit 5 Tagen da. Um was geht's denn, bitteschön? Aha. Herr Pfarrer, wo bleibst denn? Und wie war der Name von dem jungen Mann? Herr Pfarrer, die Messe. Ja, und was hat der gemacht? Herr Pfarrer, in einer Viertelstunde fängt die Messe an. Ich telefoniere gerade mit der Frau Kick vom Kindergarten. Herr Pfarrer! Ja, also Sie, Frau Kick, leider weiß ich überhaupt nichts da davon. Geben Sie mir einmal. Moment, bitteschön. Morgen, da ist Furtner. Um was geht's denn? Ja, ich weiß Bescheid wegen am Schaberfranz seine Sozialstunden. Ja, aber die muss er doch heute im Kindergarten ableisten. Was? Sie haben ihn zu uns geschickt? Und warum? Gut, dann sind wir neugierig. Wiederhören. Also, um was geht's denn jetzt? Es geht um einen Jugendlichen aus unserer Gemeinde. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen, Bernhard. Ja, moin. Morgen, die Damen. Also, um was geht's denn jetzt? Es geht um einen Schaber Franz. Was? Um einen Burm? Ja, er müsste heute im Kindergarten seine Sozialstunden ableisten. Ach, wieso müsste? Weil die Frau Kick so für ihn keine Verwendung hat. Was? Wieso kann man den so nicht verwenden? Sie hat gesagt, wenn wir ihn sehen, verstehen wir das sofort. Aha. Sie haben ihn zu uns geschickt. Vielleicht können wir ihn brauchen. Herr Pfarrer, jetzt pressiert's aber wirklich. Die Messe. Okay, die Messe, die geht um 9 Uhr los. Und jetzt haben wir es erst einmal kurz vor 8 Uhr. Von wegen. Um 8 Uhr geht's los. Die Ministranten sind schon drüben. Ja, natürlich, Sie haben recht. Ja, in meiner alten Pfarrei, da ist am Freitag in der Früh die Messe um 9 Uhr losgegangen. Tja, Herr Pfarrer, bei uns müssen Sie früher aufstehen. Ja, jetzt sind wir schnell um. Nein, um Gottes Willen, die Zeit haben Sie nicht mehr. Ja, aber bitte, ich komme doch nicht in den Jogginganzug. Ach, freilich, das sieht doch keiner. Schuhe da, die wir heute anziehen. Ja, da stehen aber nur Flipflops umeinander. Ja, wurscht. Zeige dir, egal. Herr Pfarrer, soll die da herin überhaupt putzen? Es schaut doch noch ganz sauber aus. Nein, das braucht's nicht, aber bitteschön, in der Küche, wenn's da ein bisschen zusammenräumen, da schaut's furchtbar aus. Ah, wie bei unserem alten Pfarrer. Ja, mei, ich habe ein neues Rezept ausprobiert. Knotschis. Knotschis. Das macht nichts, das kriegen wir schon. Schauen's her, Dreck wegzaubern. Hat mir gerade die Kramerin verkauft. Jawohl. Deine Oma hat gesagt, das wird mit allem fertig. Sogar mit den eingebrannten Kochversuchen von unserem Pfarrer. Ah. So, auf geht's, Herr Pfarrer. Ja, also das ist mal wirklich mit Flipflops sehr luftig, gell? Der hat einen guten Flachs drauf, gell? Ja, das genaue Gegenteil vom Pfarrer Karl. Ja, vom Humor her auf alle Fälle. Ah, aber nicht vom Kocher. Wieso? Schau dir das einmal an. Oh, mein ja. So, dann wollen wir einmal. Aber ich glaube, mit dem neuen Pfarrer haben wir es mir ganz gut daran. Ja, das glaube ich auch. Wenn er auch nicht die Computerbegeisterung vom alten Pfarrer hat. Franzi, was machst denn du eigentlich da den ganzen Tag? Ach, der alte Pfarrer wollte doch, dass ich alle Kirchenbücher digitalisiere. Darum habe ich da den Computer installiert. Kannst du sowas? Logisch. Das ist doch mein Job. Schauen Sie her. Ha? Sag. IT Franzi. Franziska Wachs. Gut, sag ich. Damit wird dann alles übersichtlicher für die Nachwelt. Und braucht man sowas? Na, logisch. Schauen Sie mal her. Da. Das kann man doch fast gar nicht mehr lesen. Ja, sehen's? Und drum kommt jetzt alles da in den Rechner rein. Ha, und der konnte es dann lesen? Ja, genau. Verstehe. Aber der neue Pfarrer, der ist voll ganz schön cool drauf. Wieso? Gestern hat er die Landjugend im Feuerwehrhaus besucht. Und ist gerade dazu gekommen, wie sie einer von den Burm ein Tüterl dran wollte. Ein Tüterl? Ja, starke Zigaretten. Also Hasch. Hasch? Jesus, Jesus. Wo? Er hat sie ihm nämlich aus der Hand genommen, drog rocher und gesagt, mein Sohn, der Tabak riecht nicht gut. Ich glaub, da ist Schimmel oder irgendwas Schädliches drin. Und dann hat er sie mit dem Klo runtergespült. Nein, das hat er gemacht. Ja. Ja, und woher weißt du das? Das war mein kleiner Bruder, der Depp. Pfarramt Albach, Wachsamapparat.
Herr Exzellenz, Eminenz. Ach, klar, Moment bitte. Das ist der Herr Bischof. Wie rede ich denn den an? Na ja, du her. Sie werden verbunden. Grüß Gott, Herr Bischof. Hä? Na, der ist nicht da. Der liest gerade die 8. Miss. Ja. Ja, ich richte mir einen schönen Gruß aus, das mache ich. Ist schon gut. Für Gott, Herr Bischof. Da, so redet man mit einem Bischof. Der ruft aber ganz schön oft an in letzter Zeit. Ja. Er will halt wissen, wie es steht mit dem neuen Pfarrheim. Es muss ja jeden Tag der Bescheid vom Landratsamt kommen. Au weh, das Pfarrheim. Ja. Weißt du, was da auf ihm zukommt? Ja, freilich. Warte, Franzi, geh schon. Ja. So. Amma oder Anna. Oh. Guten Morgen, Mom. Ja, puh, wie schaust denn du aus? Wieso? Ich schau aus wie immer. Ach, ja, genau wie immer. Ja, die Franzi. Die hab ich ja ewig nicht mehr gesehen. Grüß dich. Mein Gott, puh, du schaust aus, als ob's die ganze Nacht nicht geschlafen hättest. Richtig, Mom. Vollgas. Ja, und gewaschen bist du auch nicht, gell? Nein, das hab ich extra für dich nicht gemacht, Franzi. Psst. Weil du doch drauf stehst, auf den animalischen Geruch von uns Männern. Ja, ganz gewiss. Warum hast denn du nicht geschlafen? Bist vielleicht krank? Nein, ich hab die ganze Nacht mit dem Kevin gezockt. Ballerspiele. Freilich, vollgas. Ja, und drunter hast du ja auch was. Genau wie früher. Mein Gott, na Bur. Der Herr Pfarrer, wenn dir so siegt. Mhm. Das glaube ich nämlich auch, dass man die so zu nichts verwenden kann. Herr Schneckel. Mir kann man jederzeit so allerhand verwenden. Du sag einmal, bist du vielleicht da so mit deinem Moped gefahren? Ja, freilich, vollgas. Ja, spinnst denn du? Du hast ja nur einen Rausch. Fahren geht da immer noch besser wie laufen. Gut. Der Papa, wenn dir so sehen tat. Ah, wo? Der Bab ist doch selbst manchmal mit einer ganzen Schräglage vom Wirt heimgefahren. Gell, Bab, du warst so ein Wilderhund. Aber bist du jetzt nicht wieder nicht, dann bist fast du mir nimmer mit dem Mofa. Gib mir einen Schlüssel. Kann ich nicht. Gib mir den Schlüssel. Das geht nicht, Mom. Warum nicht? Weil wir den im Kindergarten schon abgenommen haben. Ja, die haben schon recht. Die kümmern sich halt um kleine Kinder. Ach. Boah, hast du dann wenigstens schon was gefrühstückt? Ja, freilich. Ein Energy Drink und eine Zigarette. Oh mei, glaubst das mit dir ist schon ein Kreuz. Franzi? Ha? Hast du vielleicht ein Kaugummi für mich? Ja, unbedingt. Hey, sag einmal, dass man dich gar nicht mehr sieht. Seitdem du Computer studierst, bist du gar nicht mehr auf der Piste, ha? Dafür du umso mehrer, gell? Bist nur beim Schreiner Angerer in der Lehr? Na. Abbrucher. Ich bin jetzt beim Auer. Hey! Was? Beim Maler Auer oder was? Mhm. Weil ich so gut mit meinem Pinsel umgehen kann. Mei, das Pinsel. Kennst du ihn ja noch gar nicht. Ja, Gott sei Dank. Oh, die haben aber groß geworden. Find ich nicht. Ja, wie bist denn du drauf? Vollgas halt. Ja. Ja, und was machst du da eigentlich? Ach, der alte Pfarrer wollte doch, dass ich alle Kirchenbücher digitalisiere. Hm, spannend. Nein, das schaut doch eigentlich nur super aus da herin. Ha? Das Zimmer, meine ich. Wir sollen das Pfarrhaus ab Montag malen. Aha. Ich geh schon, Frau Schaber. Dankeschön. Geleg hab ich einen Brand. Mom, hast du vielleicht ein Glas Wasser für mich? Ja, na, komm raus. Kommen Sie doch rein. Ja. Der Herr Pfarrer, der ist gerade noch in der Frühmesse, aber der wird bald kommen. Ach so, wissen Sie, ich wollte nur fragen wegen Montag. Da sollen wir doch herin malen. Und das ist nur ein Auftrag vom alten Herrn Pfarrer. Und jetzt weiß ich halt nicht, ob es dabei bleibt. Ach, verstehe. Ja, dann warten Sie halt so lange da. Vielleicht. Wird nicht mehr lang dauern, bis er kommt. Mich brauchen Sie ja dazu nicht. Nein, gar nicht. Gut. Setzen Sie einer durch. Ja, danke schön. Merci für das Holy Water. Ich bin schon ganz heilig. Was tust denn du da? Geleg.
Der Meister. Du hast dich doch heute früher krank gemeldet. Raus mit der Sprache. Wird's bald? Ja, das ist ja so. Ja, das ist ja so. Ja, sag einmal, Birschall, was glaubst denn du, wer du bist? Ha? Jetzt habe ich aber langsam die Schnauzen voll von dir. Am liebsten tat ich da auch nicht. Also, warum hast du dich heute wieder krank gemeldet und bist jetzt da? Ried! Ja, ich bin jetzt nicht direkt krank. Freilich du bist nicht krank. Psoffen bist du noch von gestern, stimmt's? Nein, das nicht. Dann lüg mich doch nicht an. Oder meinst du vielleicht, ich weiß nicht, dass du bis um 4 in der Früh mit dem Kevin gezockt hast? Das war nämlich dein letzter Facebook-Eintrag. Schäblät. Ja, schäblät. Wenn du zu groß warst, wie es blöd bist, dann kannst du das doch nicht saufen. Also, warum hast du heute blau gemacht? Ich hab nicht blau gemacht. Ich muss doch heute die Sozialstunden im Kindergarten ableisten. Ist das heute? Ja. Ja, und warum bist du dann da? Weil sie mich da nicht brauchen können. Ja, das glaube ich, so wie du ausschaust. Also so eine Messe in Flipflops ist für gar nicht einmal so unangenehm. Ja, im Sommer und im Winter frieren seine Zechern weg. Ja, da haben sie recht, ja. Grüß Anna. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß die Hubert. Grüß die Anna. Hubert Auer von Farbenauer. Hä? Wir sollen ab Montag da herin malen. So, leider weiß ich da nichts davon. Ja, das glaube ich schon. Das ist ja noch ein Auftrag vom alten Herrn Pfarrer. Hä? Und jetzt wollte ich halt fragen, ob es dabei bleibt. Na, freilich bleibst du dabei. In welcher Farbe wird's denn gestrichen? Ja, also den Sockel darf man in der Farbe lassen und die Wände werden weiß. Weiß? Weiß. Hoffentlich schaut's da nicht aus wie in der Aussegnungshalle. Welches Weiß? Antikweiß. Antik, aha. Wie schaut das aus? Alt? Alt. Alt, alt. Wissen Sie was? Ich bringe Ihnen Farbpaletten mit, dann können Sie es sich anschauen. Ah, gut, passt. Und wie lange werden Sie brauchen? Also wenn es dabei bleibt, dass wir das ganze Haus innen malen, dann eine ganze Woche. Na ja, gut, wenn es so ausgemacht ist. Eine ganze Woche die Handwerker im Haus. Frau Mesnerin, wir werden es überleben. Na ja, vielleicht schaffen wir es ja auch ein bisschen geschwinder. Geh, Franz. Ja, Meister. Franz? Schaber-Franz? Ja. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ah, du bist also der Übeltäter. Ja, das ist er wirklich. Ah, jetzt wird mir einiges klar. Mir auch. Was denn? Dass man dich so im Kindergarten zu nichts verwenden kann. Als Kinderschreck vielleicht. Tja, was machen wir jetzt mit dir? Ja, wissen Sie was? Dann sollt ihr doch schon mal zum Abkleben anfangen. Das kostet aber einen Haufen Zeit und um die Stunden wird es dann billiger. Das heißt, wenn es einer recht ist, Herr Pfarrer. Ja gut, das machen wir. Wir? Ja, wir. Nein, du magst das. Und zwar gescheit, verstanden? Ja, Meister. Geht's so? Im Auto habe ich da Arbeitsgewand und ein Gewebeintel. Wiederschauen, Herr Pfarrer. Wiederschauen. Für die Hubert. Geht euch. Gut. Ja, anscheinend haben in dieser Gemeinde die jungen Leute öfters Probleme, in der Früh fit zu sein. So wie Sie, Herr Pfarrer. Wieso? Ich sag bloß 8 Uhr Messe. Ah. Aber im Prinzip haben Sie recht, ja. Wieso, Anna? Ach, weil heute in der Früh einer von den Ministranten auf dem Stuhl eingeschlafen ist. Na, echt jetzt? Ja. Wer denn? Ja, einer von den Großen. Wie hat denn der geheißen? Kevin. Woher weißt denn du das? Weil der Franz heute die ganze Nacht mit einem Computer gespielt hat. Jetzt wird mir einiges klar. Ja. So, Herr Pfarrer, wo soll ich denn anfangen? Bevor du anfängst, machst du bitte schon einmal eine Katzenwäsche, klar? Weil dein Naturparfüm, das riecht ein bisschen streng. Man kann auch sagen, es stinkt. Mhm. Du musst aufs Gäste-WC gehen. Erste Tür links. Mache. Merci. Merci. Das ist mir vielleicht einer. Aber ein netter. Kennen Sie ihn? Logisch. Wir sind miteinander auf die Schule gegangen. Realschule? Nein, Hauptschule. Ah. Er ist dann nach der 9. in der Lehre und ich habe einen M-Zug gemacht. Dann Voss und dann studiert. Der Franz ist es wirklich ein netter. Ja, das denken die im Kindergarten jetzt bestimmt auch. So, ich brauche jetzt mal Zigaretten. Ah, nur noch eine. Anna, ist deine Oma drüben? Ja, freilich, und wir. Ach, gut, ich bin gleich wieder da, gell? Ja, passt schon, passt schon. Ist ein nettes Mädel, die Franzi. Ja, das ist sie. Mhm. Herr Bürgermeister, guten Morgen. Guten Morgen, Franzi. Ist der Herr Pfarrer da? Der Herr Bürgermeister? Freilich, ging uns doch rein. Was will denn der da? Morgen, Herr Pfarrer. Ja, grüß dich, Herr Schlickner wieder. Guten Morgen, Jochen. Na, grüß dich, Anna. Was verschafft man das Vergnügen? Ja, sie haben aber ein sportliches Outfit für ihre Messen. Nur für die Frühmessen.
Da muss ich nämlich Ihre verschlafene Gemeinde ein kleines bisschen aufwecken. Das ist ein guter Ansatz, weil Ihr Vorgänger hätte eher eingeschläfert. Hättest du noch was braucht, Jochen, wegen deiner Hochzeit morgen? Nein, passt alles. Zum Neini ist standesamtlich. 10 Uhr kirchliche Trauung. Sehen wir uns dann wieder, Herr Pfarrer, gell? Na freilich, ich werde meinen Vorgänger würdig vertreten. Ja, das müssen Sie auch, weil morgen kommt nämlich der Landrat. Oi, schaut überhaupt nicht, gell, wenn man sich den ein kleines bisschen warm hält. Ja, ganz wichtig. Und was willst du denn da, Jochen? Ja, also ich wollte es kurz machen. Ich habe die Antwort vom Landratsamt erhalten bezüglich der Überprüfung Ihres Bauantrags. Also die Überprüfung, die hat nur der Pfarrer Karl beantragt. Ja, und? Wie lautet die Entscheidung? Abgelehnt. Was? Das gibt's doch nicht. Ach, das ist eine Sauerei. Aber da ist das letzte Wort noch nicht geredet. Doch, schau's her. Da habe ich es schwarz auf weiß. Das Landratsamt bestätigt, dass der vorgesehene Bauplatz im Außenbereich liegt. Außenbereich? Das ist bloß auf der anderen Seite vom Friedhof. Dass er im Außenbereich liegt und dass es dafür keinen Bebauungsplan seitens der Gemeinde gibt. Ja, dann stellen Sie einfach einen neuen Bebauungsplan auf. Ja, das geht nicht. Warum nicht? Es ist ein Außenbereich und außerdem ist der Platz eine erhaltenswerte Grünfläche. Erhaltenswerte Grünfläche, das ist eine stinknormale Bauernwiesen, Herr Pfarrer. Nur nie was von Umweltschutz gehört, ha? Mein lieber Herr Bürgermeister, mein zweiter Vorname ist Umweltschutz. Aber Sie vergessen wohl die ganze Notwendigkeit von diesem Bau für die Gemeinde. Abgelehnt. Also. Sag einmal, du Baumschmuser, du. Denkst du eigentlich bloß an deine sauren Wiesen oder auch einmal an unsere Jugend? Wie meinst du denn das? Die Jugendlichen von Albaching, die haben bloß ein winzig kleines Kammerl über der Feuerwehr, wo sie sich einmal treffen können. Wir haben 2 Jugendräume in die anderen Pfarrheime, das wäre ja wohl gelangen. Ja, freilich. Und wir Eltern, wir haben nichts Besseres zum Tor, als unsere Kinder die ganze Zeit hin und her zum Kutschieren, oder? Dann sollen sie halt mit dem Radl fahren. Schließlich haben wir das früher auch gemacht. Früher? Da war noch viel weniger Verkehr. Das habt ihr sogar ihr schon gespannt, sonst hat sie nicht eure Frescherl einzeln über die Straße tragen. Und was ist mit unseren Jugendlichen? Muss erst einmal was passieren, bevor ihr Politiker in die Gänge kommt, ha? Du, Katastrophenmeister, du. Wieso Katastrophenmeister? Ja, es gibt halt manche Menschen, die haben in ihrem Leben nur eine Freude und das ist die Schadenfreude. Ja, und die Hammer. Dann weißt du aber nicht, dass die Schadenfreude auch die Freude der Dummen ist. Da bin ich gern dumm, wenn ich was zum Lachen hab. Wissen Sie, Herr Pfarrer, er heißt bei uns Katastrophenmeister, weil er andauernd eine nach der anderen produziert. So? So hat er zum Beispiel bei der Einweihung vom neuen Bauhoffahrzeug aus Versehen eine Laterne umgenietet. Was kann ich dafür, wenn der Rückwärtsgang gleich direkt neben dem ersten Gang liegt? Freilich, es kann natürlich jedem passieren. Da, sag ich auch. Und wer er nach München ins Ministerium hätte fahren sollen, da ist ihm kurz vor Salzburg aufgefallen, dass er falsch auf die Autobahn rauf ist. Woher weißt denn du das? Spricht sie halt rum. Und beinahe war seine Hochzeit platzt, weil er sein Firmenzeugnis verschlampt hat. Ja, aber der Pfarrer Karl hat in dem Buch nachgeschaut und da ist drin gestanden. Und das hat gelangt. Und darum wird morgen auch geheiratet. Ja, freilich. Und der Herr Pfarrer hat eine schöne Ansprache auf den Schutzpatron, der Katastrophenmeister. Den heiligen Jochen. Ihr seid ja so lustig. Gell, Jochen, das findest du auch. Herr Pfarrer, ich war soweit. Grüß dich, Jochen. Hab ich die Ehre. So, also um jetzt nur mehr auf den Bau da zurück zum Kämmer. Schlickenrieder. Ah, Peter, hab ich die Ehre. Servus, was gibt's? Ja, freilich, jetzt machst du einen Witz, gell? Wir Fieber, höchst ansteckend. Ja, ist er recht. Ja, dir auch eine gute Besserung, ja. Servus. Was ist denn los, Herr Bürgermeister? Jetzt hat mir gerade meine Musik für morgen abgesagt. Die haben Windpocken. Brauchst eine Band für morgen? Ja. Dann nimm uns. Wir spielen für eine Brotzeit. So, was spielst du denn für eine Richtung? Hard Rock, Heavy Metal, da geht's ab, da brennt Hütten. Aha, Walzer, Landler, oder? Ja, das könnte man mal probieren, war sicher geil. Nein, danke. Ja, du grüßt dich da. Ja, ich bin's, der Jochen. Du, jetzt pass mir auf. Mir hat meine Musik für morgen abgesagt. Kannst du mir einen Ersatz besorgen? Dann lass euch stehen und liegen.
Das ist mir wurscht, ob du gerade Grundsteuerbescheide versandfertig machst oder nicht. In 10 Minuten mag ich was von dir hören. Ist das klar? Meist ist es schön, wenn unsere Gemeinde die Grundsteuer erst später zahlen muss, weil die dafür zuständige Sachbearbeiterin die privaten Angelegenheiten von unserem Bürger Morsterl regeln muss. Die freuen sich am Montag auch noch. So, also, um jetzt nochmal auf das Thema Bau zurückzukommen. Sie haben es jetzt schriftlich, dass da nicht gebaut werden darf und deswegen werden Sie von diesem Vorhaben auch Abstand nehmen, oder? Das werden wir ganz bestimmt nicht. Was? Es wird bestimmt einen Weg geben, wir haben ihn bloß noch nicht gefunden. Aber Justitia wird uns schon helfen. Ja, da wird Ihnen weder Ihre Justitia helfen, noch der liebe Gott. Das ist ein Außenbereich und da gibt's keinen anderen Weg. Wir werden sehen. Wir es meinen. Seitens der Gemeinde ist dieser Fall auf alle Fälle erledigt. Wiederschauen. Wiederschauen. Was denn? Oha, du hast eine Band. Wen denn? Die Grobkettenjodelschwestern. Ja, passt. Habe die Ehre. Von wegen Katastrophenmeister. Jesus. So, jetzt kann es weitergehen. Ja. So, Herr Pfarrer, die Küche ist wieder bereit für Ihre neuen Kochversuche. Dankeschön, Frau Schauer. Brauchen Sie noch was? Nein, danke. Ach, übrigens, der Herr Bischof hat angerufen. Sie sollten zurückrufen. Ah ja, danke, okay? Danke. Wiederschauen. Wiederschauen. Nein, Christi, ich gehe gleich mit. Ah ja, komm. Vierte, Mom. Vierte. Ja. Sie, Herr Pfarrer, wo soll ich anfangen? Wie war's denn, wenn du mir jetzt zuerst einmal sagst, für was du überhaupt deine Sozialstunden aufbrummt gekriegt hast? Nein, mag ich nicht. Du, mich darf's aber interessieren. Muss ich das sagen, oder? Na, müssen tust du gar nichts. Also? Mei, das war das so. Ich hab halt im Rausch so einen Spruch an die Mauer vom Friedhof hingeschmiert. Aha, mit welchem Inhalt? Gegen Asylanten und so. Ja, zum Beispiel? Ahmed, go home, Mekka in Mekka. Mekka in Mekka? Mekka in Mekka. Herr Pfarrer, meckere in Mekka. Ach, Mekka in Mekka. Ja, lustig, oder? Ruhigers. Ich kann mich totlachen. Und was hast du dir dabei gedacht? Nix, Psuffer war ich, zentralrabendicht. Ah, du glaubst, der Rausch entschuldigt alles? Nein, aber meine Spätzchen reden halt alles so daher und keiner meint das ernst. Du, aber ein bisschen was Ernstes muss dabei gewesen sein, weil sonst hättest du es ja nicht hingeschrieben, gell? Mei, schalt doch einmal dein Hirn ein. Ja, ich wollte es ja selber wieder wegmachen. Aber das wollte der Pfarrer Karl nicht. Er hat es einer Malerfirma übergeben. Die Rechnung muss ich auch noch zahlen. 400 Euro. Ich hoffe, du lässt dir das eine Lehre sein. Tja. Über so arme Menschen, die auf der Flucht sind, da macht man sie nicht lustig. Denen hilft man. Claro? Ja, Herr Pfarrer. Also gut. Wenn du wirklich einsichtig bist, dann ist von mir aus die Geschichte in Ordnung. Und du kannst nach dem ordnungsgemäßen Verbüßen deiner Strafe in Frieden von uns gehen. Amen. Was? Ich mein, mach ich. Und wenn du wieder mal das Bedürfnis hast, deine Meinung öffentlich kundzutun, dann machst du das gefälligst an der Plakattafel vom Rathaus. Aber lass dich nicht erwischen, claro? Claro. Sie sind aber cool drauf, Herr Pfarrer. Ja, genauso cool wie du. Na, der Allercoolste sind schon Sie. Wieso? Jogginganzug, Flipflops, mega cool. Ach so, ich zieh mich nicht um. Schade. Ja, soll ich dann daherin schon anfangen? Ja, 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 mach das, ja. Du wirst schon so ein Hirsel sein, glaubst du das? Ruhe. Ich muss abkleben. Den Schreibtisch. Logo? Du malst doch die Winter nicht die Möbel. Bin ich der Maler oder du? Schon du. Aber ich hab noch nie gehört, dass ein freistehender Tisch abgeklebt wird. Die neueste Abklebevorschrift. EU-Norm. Ja, ganz bestimmt. Jo, man muss dafür sorgen, dass den im Raum befindlichen Personen nichts passieren kann. Franz, jetzt sag her doch auf, ich kann doch so nicht arbeiten. Das ist EU-Norm. Franz. Was denn? Du hast gerade meine Finger an der Tastatur festgeklebt. Hab ich das? Ja. Ja, dann gehört das auch zur neuesten EU-Norm. Ach,
Jetzt hör auf, ich werde sonst nie fertig. Nicht, du kannst doch nicht das Resultat von meinen Sozialstunden kaputt machen. So, aha. Ja, weil ich möchte nämlich auch mal fertig werden. Franz, jetzt hört hier auf. IT, Franzi, Schaub am Apparat. Franz, jetzt gib mir das Telefon. Na, die Franzi kommt gerade nicht. Die ist irgendwo poppenblim. Bowling. Na, das wird halt nichts. Ja, wir haben einen Notfall. Habe der. Franz! Ruhe! Sonst muss ich deinen Mund auch noch zukleben. Das machst du ganz gewiss nicht. Bist du jetzt einmal statt? Nein, Franz, jetzt lass mich bitte meine Arbeit machen. Mach du einfach deine Arbeit und dann. Siehst du es? Jetzt bist du statt. Und. Franzi? Entschuldigung, jetzt bin ich gerade eingeschlafen und hab geträumt, dass ein Bierwagen an mir vorbeigefahren ist. Geil, oder? Nee, meine Sozialstunden. Ja, hey. Ja, Franz, sag mal, was machst denn du da? Er klebt ab. Neueste EU-Norm. So. Weißt du was, ich glaube, wir bleiben lieber bei der althergebrachten deutschen Norm, klaro? Vollgas, Herr Pfarrer. Soll ich aufmachen? Das war nett von Ihnen, danke. Alles. Franz? Ja? Kehrt dir? Hä? EU-Norm? Ja. Herr Bürgermeister, schon wieder? Ja, ich muss jetzt nochmal zum Herrn Pfarrer, bitte. Ja, kommen Sie doch rein. Herr Pfarrer, da schauen Sie, jetzt bin ich schon wieder da. Ja, sind Sie gekommen, um mir mitzuteilen, dass Sie Ihre Meinung geändert haben? Das freut mich. Ah, da muss ich Sie jetzt leider enttäuschen. Diesmal geht es nicht ums Pfarrheim, sondern um Nächstenliebe. Ich komme bei mir einen Platz suchen für einen Flüchtling. Aha. Einen Asylanten? Ein Flüchtling. Also, ich finde, uns geht das ja eigentlich gar nicht so, aber jetzt haben wir heute halt noch weitere Flüchtlinge zuteilt gekriegt und die Turnhalle, die ist übervoll und jetzt müssen wir es privat unterbringen. Und ich habe mir gedacht, Sie haben doch ein Gästezimmer. Jetzt wollte ich fragen, ob Sie den Syrer vielleicht nicht bei sich aufnehmen kannten. Ja, natürlich, ja, selbstverständlich. Wo ist er denn? Herr Fatal, kommen Sie herein. Guten Tag allerseits. Ja. Herr Pfarrer, das ist der Herr Isidor Fatal. Der spricht sehr gutes Deutsch. Er ist nämlich Deutsch- und Geschichtslehrer in Aleppo. Aleppo. Ja. Grüß Gott, Herr Fatal. Guten Tag. Willkommen in Deutschland. Dankeschön. Das ist sehr freundlich von Ihnen, dass Sie mich bei Ihnen wohnen lassen. Ja, das ist doch selbstverständlich. Ah, dies da ist übrigens Fräulein Franzi. Guten Tag, Fräulein Franzi. Guten Tag. Willkommen in Bayern. Dankeschön. Und schauen Sie her, Herr Fatal ist da drüben. Das ist mein junger Freund, der Franz. Guten Tag, Herr Franz. Ja, passt schon. Hey. Hey, Franz, möchtest du unseren Gast nicht begrüßen, hä? Habe der. Geht das vielleicht ein kleines bisschen freundlicher, hä? Grüß Gott. Hey, ist der Franz. Na, da. Guten Tag, Franz. Ja, was ist jetzt? Willkommen, hä? Willkommen in Albaching. Ja, grüß Gott, da ist Hötzelsberger, ist der Herr Bischof zu sprechen. Ja, danke schön. Herr Pfarrer? Ja, bitteschön. Ich hätte da das Willkommensbackerl für den Herrn Fatal. Sie, der schlaft noch. Stellen Sie so ihm doch vor seine Türe, ja? Ist gut. Ja, Manuel, grüß dich, ich bin's. Ja, leider nicht sehr gut. Ja, weil heute der Bescheid vom Landratsamt gekommen ist. Abgelehnt. Doch. Also auf diesem Platz darf nicht gebaut werden. Definitiv nicht. Was? Ah, das war eine Idee, ja. Ich werde es probieren. Du gibst mir vollkommen freie Hand. Das ist gut, finde ich super von dir. Gut, Manuel, ciao, servus. Sag einmal, spinnst denn du? Wirklich, du kannst doch nicht einfach in das Gästezimmer neigen, da schlaft doch unser Flüchtling drin. Du hast auch noch nie was von Rücksichtnahme gehört, oder? Ja, was ist denn los? Ach, er wollte einfach unseren Gast aufwecken. Ja, ich möchte halt auch mal mit der Arbeit fertig werden.
Mein Gott, Franz, lass doch den armen Kerl ein bisschen schlaffen. Der hat bestimmt eine anstrengende Zeit hinter sich. Ja, genau. Lass sie mit dem Schiff dahergondeln und legt uns jetzt auf der Taschen. Jetzt bist du aber stark. Ja, warum sind denn die alle bei uns? Die wollen doch gerade unser Geld. Franz! Und nur weil die Zeug sind, müssen unsere Soldaten jetzt da runter. Franz, jetzt reicht's. Dieses saudumme Stammtischgeschwätz, glaubst du das? Ich geh schon. Dankeschön. Sag mal, glaubst du eigentlich selber, was du da sagst? Der Kevin sagt, dass das alles Schmarotzer sind. Was dein Freund Kevin sagt, das interessiert mich nicht. Ich möchte wissen, was du denkst. Jochen, also, die Geschichte ist noch nicht durch, gell? Geh in die Arbeit, marsch. Herr Pfarrer. Ja, Sie kommen aber oft zu mir. Was gibt's denn? Ja, ich wollte nur nachfragen, ob der Herr Vater vielleicht ein bisschen länger bei Ihnen wohnen kann. So 2-3 Wochen. Ja, selbstverständlich. Von uns aus gern, gell, Frau Miesnerin? Freilich, solange wir den Gottesdienst nicht auf Arabisch abhalten müssen, gell, Herr Pfarrer? Mhm. Er spricht Deutsch. War ein Witz. Die Turnhalle ist halt völlig überfüllt. Wir wissen halt einfach nicht mehr, wohin mit den Leuten. Ja, schauen's. Wenn wir jetzt das neue Pfarrheim hätten, dann war das alles kein Problem. Herr Pfarrer, lassen Sie es gut sein. Ach, übrigens, ich habe gerade deswegen mit unserem Bischof telefoniert. Okay. Ja, und er hat gesagt, ich soll einer doch einen anderen Baugrund vorschlagen. Ja, sozusagen als Tauschgrundstück. Aha, welchen denn? Ja, er hat was gesagt von einem Moosanger. Der Moosanger? Da kennt er sich aber gut aus, der Herr Bischof. Ja, der Moosanger ist auch in Kirchenbesitz und war bei den Vorverhandlungen schon einmal im Gespräch. Das muss aber vor meiner Zeit gewesen sein, davon weiß ich ja gar nichts. Tja, wen wundert's? Anna, bitte. Naja, also wie gesagt, der Moosanger ist aber genauso im Außenbereich. Leider. Außenbereich ist jetzt dein neues Lieblingswort, gell? Du Bauverhinderer, du. Schlicken, Rieder. Ja, Sepp, hab ich die Ehre, grüß dich, wie geht's? Das ist nicht gut. Ja. Natürlich, auch dir gute Besserung. Mhm. Ja, vierte. Was ist jetzt schon wieder Katastrophenmeister? Jetzt flaggt der Trauzeuge an im Krankenhaus. Soll ich einspringen? Nein! Ja, grüß dich, da ist der Jochen. Du, jetzt pass auf, jetzt brauche ich auch noch einen Trauzeugen. Ein Trauzeugen? Nein, ist er nicht. Der Depp hat mit seinen Kindern Fußball spielen müssen, jetzt hat er sich Achillessehne gerissen. Also organisierst du mir auch? Nein, danke. Für dich. Nix als Ärger hast mit dieser damischen Hochzeit da. Geh, wo doch alles so glatt läuft. Jeder den ganzen Schmarrn nicht gebracht. Kirchliche Trauung. Ist doch eher bloß eine Show. Was? Bloß eine Show? Sieh, das Sakrament der Trauung ist keine Show. So ein Schmarrn. Nur weil die Weiber in Weiß umeinander laufen möchten. Du. Oder was das alles kostet. Dann sag's halt ab! Nein! Jetzt zieh ich's durch. Also, für eine durchgezogene Trauung stehe ich nicht zur Verfügung. Ja, das ist total witzig, aber dafür bin ich jetzt gerade nicht aufgelegt. Das ist kein Witz von mir, das ist mir vollkommener Ernst. Herr Pfarrer, so war ja das jetzt nicht gemeint. Ja, ich weiß ganz genau, wie das gemeint war. Aber unter solchen Umständen kann ich Ihnen morgen das Sakrament der Ehe nicht spenden. Bravo! Das können Sie nicht bringen. Das kann ich sehr wohl bringen. Wenn ich berechtigte Zweifel habe, schon. Sie können gerne einen Bischof fragen. Ah, da. Deine Sekretärin, schon geweiht. Hä? Du brauchst einen neuen Pfarrerspatzel. Gut, jetzt glaube ich es dann eh bald selber. Was denn? Ja, dass ich ein Katastrophenmeister bin. Soll ich einspringen? Na! Ja. Ja, der Jochen heute. Du, ich brauche jetzt halt auch noch einen Pfarrer. Ein Pfarrer, der weigert sich. Vergiss den Trauzeugen, ich brauche einen Pfarrer. Das ist mir total wurscht. Und von mir aus ein Papst. Halt! Das ist unser Telefon. Ich glaub's ja nicht. Also, Herr Pfarrer, ist das jetzt hier ernst? Aber hallo. Aber das ist ja wunderbar. Wenn ihr bis morgen keinen Pfarrer findet, dann haben sie ihn in der Hand. Wie meinen Sie das? Naja, er braucht Sie und Sie. Sie kannten ihn erpressen.
Aber Frau Miesnerin, obwohl... Nein, ich mach das nicht. Ha, ich darf's so machen. Ja, du. Sie, Herr Pfarrer, wann soll ich in das Gästezimmer abkleben? Oder soll ich da herin anfangen? Na, du magst jetzt gar nichts mehr, du magst jetzt Feierabend. Okay, Chef. Und wenn du magst, kannst du gern mit uns Brotzeit machen. Ja, gern, danke Sie. Bitteschön. Ah, der Herr Meisterkleber. Meisterpinsler. Ja, ich hab gemeint, Sie sind schon gegangen. Nein, ich hab mir bloß schnell Limo geholt. Herr Pfarrer, kann die halt vielleicht ein bisschen länger machen? Weil ich glaub, dann wäre ich fertig. Was? Mit allem? Ja. Ja, freilich können Sie das machen. Ja, aber dann bleiben Sie doch gleich zur Brotzeit da. Da können Sie hinterher in aller Ruhe alles fertig machen. Ja, gern. Dankeschön. Ich geh schon. Ja, das ist nett von Ihnen, ja. Sagen Sie mal, Franzi, was ist jetzt das da eigentlich? Ja, also das ist jetzt Ihr Excel-Datei. Aha. Mhm. Genau, und da herunten habe ich noch ein paar Koffer für Sie angelegt. Also Taufe, Kommunion. Koffer? Ja, Unterdateien. Koffer. Ah, Koffer. Genau. Herr Pfarrer? Ja, Frau Schaber, mögen Sie bei mir einziehen? Ich war gerade bei der Kramerin. Ach, Anna, du sollst zu deiner Oma rüberkommen. Gut, ist recht, mach ich. Bitte. Für bis später. Ja, sagen Sie mal, was haben Sie denn da dabei? Ja, Sie haben doch im Kühlschrank nur Wurst. Und das ist doch nichts für unseren Gast, weil das doch ein Moslem ist. Ah. Ja. Und drum habe ich einen Schafskäse gekauft. Schafskäse? Ui, ja. Toll. Mögen Sie keinen Schafskäse? Oh, doch, liebe Schafskäse, ja. So. Ja. Naja, drum habe ich für Sie auch einen normalen Käse gekauft. Ah. Aber das Haushaltsgeld ist jetzt leider beim Teufel. Na, ist ja wurscht, kriegen Sie einen nice, Frau Schaber. Na gut. Sie wollen es denn gleich mit uns Brotzeit machen, ha? Ihr Sohn und die Franzi essen auch mit. Ach so, das ist aber nett, danke. Mhm. Ja, und so wie es jetzt schauen, sollte ich die Brotzeit auch gleich herrichten. Frau Schaber, das war geil. Was? Gut war das, gut. Sapperlot, glaubst du, dass die Jugend färbt aber ab? Geil. Ich hab noch ein paar Getränke im Auto, bin gleich wieder da. Ja, ja. Warten Sie, ich helfe Ihnen schnell. Ja, Franzi, komm. Also, wir war Koffer. Ja, das ist gut. Koffer. Ich wollte noch mal schauen, was der Franz schon alles gemacht hat da. Ja, gingen Sie noch rein? Ja, danke. Ah, ja, aber. Ah, Herr Pfarrer, grüß Sie, na gut. Schauen Sie her, das ist jetzt die Farbpaletten und das ist antik weiß. Das ist weiß? Ja. Aha, das ist aber ganz schön fad. Also, nein, da muss schon Farbe rein. Nein, wissen Sie was, wir machen es jetzt so. Die Wände, die machen wir in der Farbe da, die Wände in der Farbe. Und den Sockel oben passend dazu in der Farbe. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Ja, aber machen Sie es nur schön, antik, alt, alt. Ja. Und dann wollte ich schauen, was der Franz zuerst gemacht hat. Wo ist denn der überhaupt? Moment schnell, gell? Franz! Bei der Arbeit? Mein Meister möchte mit dir reden. Ich komm schon. Sieh, der war für recht fleißig. Ja, das habe ich im Hausgang draußen gesehen. Ja, ist denn der blind? Hm? Und warum ist da herin noch nichts gemacht? Ja, da bin ich dran schuld. Ich habe gesagt, das Zimmer, das soll ich als letztes machen. Aber Sie brauchen mich ja nicht, oder? Nein, gar nicht. Gut. Jesus, ist das schwer, he? Ich hoffe, da ist nicht nur lauter Schafskäse drin. Meister? Wieso bist denn du schon umgezogen? Weil ich fertig bin. Also, der Herr Pfarrer hat gesagt, ich brauche halt nichts mehr machen. Ich habe alles abgelebt. So, aha, alles abgelebt hat er. Ja, sag einmal, du blinder Gockel, wenn du das da draußen im Gang vielleicht abgelebt, ha? Wieso? Ja, wie man nur so blöd fragen kann. Da, bei der Haustür hast du 2 mm die Wand reingelebt. Den Rahmen von der Glase hast du um 1 cm freilassen und das Fenster hast du ganz vergessen. Hätt, oder? Nein, wird die auch. Mein Gott, glaubst du das? Mit solchen wie dir hat man doch nichts als wie ein Ärger. Immer muss man da hinterher sein. Oh, wenn du, Depp, jemals deine Examenprüfung schaffst, sag bloß niemandem, dass du bei mir gelernt hast. Nein, das tue ich ganz gewiss nicht. Dürfen du nicht frech werden, Birschall, gell, weil sonst hat's was. So, was hat's denn dann? Birschall, reiz mich nicht so und schmier dich da, wenn du das nicht erwähnst. Mein Gott, glaubst du, hätte dein Vater bloß nicht versprochen, dass ich die nimm? Das war der größte Fehler in meinem Leben. Hubert, jetzt klang's aber. Für die alle noch Herr Auer, gell? Das merkst du. Stöhe. Ja, was ist denn da los? Nix. Bin eh grad beim Geh. Für Gott. Wiederschauen, schönes Wochenende. Ja, also voll. Wiederschauen. Was war jetzt los, Bub? Ach,
Nix, Mom. Der hat bloß wieder einen schlechten Tag. So? Ja, Mom. Herr Pfarrer, Schanz, da habe ich ein paar Säfte gekauft und die Franzi bringt dann noch ein halbes Tragerl Bier, gell? Ja, aber Frau Schaber, muss nicht mehr trinken, doch kein Alkohol. Nein, es sind ja 3 Flaschen Alkoholfreies dabei. Oh. Sagt's einmal, was hat denn dein Meister gerade gehabt? Der ist gerade an mir vorbei wie so ein Schachtelteife. Nix. Es ist alles in Ordnung, nicht wahr, Franz? Ja. Also wenn das bei dem in Ordnung ist, dann möchte ich den Fall nicht sehen, wenn was nicht in Ordnung ist. Meine Damen, wären Sie vielleicht so nett und dann Sie die Brotzeit herrichten? Ja, freilich. Ach, Dankeschön. Franzi, das können Sie doch gleich da lassen. Da. Ja, danke. Und? Was und? Jetzt glaube ich, jetzt habe ich sauber gelogen, wie ich gesagt habe, dass alles in Ordnung ist, oder? Weiß nicht. Mhm. Kann schon sein. Und wie geht's dir da dabei? Mei, der ist halt so. Verstehe. Ja, mit dem anderen Lehrbuben redet er genauso. Toll. Mhm. Und wie lange machst du das noch mit? Hei, ich zieh die Lehr durch. Das habe ich dem Papa versprochen. Er hat die Lehrstelle extra noch für mich ausgemacht, bevor er gestorben ist. Sag mal, hast du schon einmal an einen Lehrstellenwechsel gedacht? Nein, ich schaff das schon. Du, die Welt, die geht vielleicht deswegen nicht unter. Na, den Triumph gönne ich ihm nicht. Ah, verstehe. Ich werde ihm zeigen, dass ich das kann. Sag einmal, willst du überhaupt Maler werden? Nein, wollen. Aber irgendwas muss ich ja machen, schon zwecks der Mom. Was darfst du gern machen? Ich weiß nicht. Weißt du was? Jetzt denkst du mal drüber nach, was du gern machen darfst, und dann sagst du mir's. Vielleicht finden wir ja einen Weg dorthin. Wir? Ja, wir. Nein, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Birschei, du brauchst einen Beruf, den du dein ganzes Leben lang machen kannst und der dir Spaß macht, kapiert? Ja, das ist mir schon bewusst. Ja, dann denk jetzt einmal drüber nach und sag jetzt ja nicht, ich weiß nicht, weil sonst werde ich der liebe Gott aber ordentlich am Krawattel packen. Ja, genau dir. Glaubst du das nicht, hä? Abwarten. Siehst du das? Steht schon in die Startlöcher. Tja. Und Bursche, denkst noch? Läuft. Gut, dann macht jetzt einmal nützlich und ruft die Damen in der Küche. Jo, mache. Herr Pfarrer? Ja, ich schon zu. Sind wir Mess? Nein, ich bringe Ihnen nur Ihre Weinlieferung. Ich habe gar keinen Wein bestellt. Ja, Sie nicht, aber der alte Pfarrer. Hä? Ja, er hat für jeden Freitagnachmittag eine Flasche Riesling gestellt, gleich im Voraus bezahlt. Und das ist jetzt die letzte für den Monat. Was? Die ist tatsächlich schon zahlt? Ja. Haha, danke schön, toller Service. Frau Miesnerin, wollen Sie uns eine Gesellschaft leisten und mit uns Brotzeit machen? Gern, ich habe schon gemeint, Sie fragen mich nie. Riesling, aha. Frau Miesnerin, diesen Brauch behalten wir bei. Gott sei Dank, ich habe nämlich nur 6 Kisten im Keller. Herr Pfarrer? Ja, Herr Vaterl, kommen Sie noch rein. Wollen Sie mit Abendessen? Sehr gerne. Danke, dass Sie mich einladen. Keine Ursache. Ach, das ist übrigens unsere Mesnerin, Frau Anna Furtner. Guten Tag, Frau Anna Furtner. Grüß Gott. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Sie kommen aus Syrien, gell? Ja, aus Aleppo. Ja. Vorsicht, heiß und fettig. Ja, dann setzen wir uns doch, bitteschön, ja? Aleppo ist sehr umkämpft, gell, Herr Vaterl? Auch ja, aber bitte sagen Sie doch Isidore zu mir. Isidore? Ihr gemeint, bei euch heißen sie alle Ahmed oder Yusuf? Nur 3 Millionen heißen so, ich aber nicht. So, und wer mag jetzt das Tischgebet sprechen? Der es am besten kann, der Franz. Also gut, Franz, bitteschön. Ich glaub, unser Franzi, die kann das viel besser. Na, Franz, mach nur du, wir warten. Wir wollen vielleicht nicht am gedeckten Tisch verhungern. Ja, ich habe jetzt kein direkt Tischgebet parat. Aber wie war's mit dem Vater unser? Z'lang. Boah, blamier mich nicht. Denk droh, wirst klar warst. Na, jetzt. Ach so. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Darf niemand hinein als du, mein liebes Jesulein. Amen. Das war zwar jetzt kein ausgesprochenes Tischgebet, aber der Wille zählt fürs Werk. Amen. 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 Bitte schön, jetzt greif's zu. Wegen Sabir?
Ein Bier? Ja, ein Bier. Ein Bier? Ein Bier. Ach, ein Bier. Ja, ich habe extra für Sie alkoholfreies Bier eingekauft. Das dürfen Sie doch trinken, oder? Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber ich darf auch Biere mit Alkohol trinken. Dann sind Sie gar kein praktizierender Moslem. Nein, ich bin Christ. Ah. Ach so? Deswegen musste ich fliehen. Ja, wenn Sie ein Christ sind, dann habe ich ja völlig verkehrt eingekauft. Mama, bitte red normal. Ja, ja, tu doch. Das ist nett, aber das esse ich auch. Sowas habe ich früher bei meinen Nachbarn bekommen und die sind Muslime. Ah, früher, gell? Sagen Sie, stimmt das wirklich, wie man immer in den Nachrichten hört? Was hören Sie denn? Ja, dass überall gekämpft wird und so. Naja, überall Gott sei Dank nicht, aber Aleppo ist sehr umkämpft, ja. Ja, das ist klar, dass man da nicht bleiben kann. Sagen Sie mal, Herr Fatal, wo ist denn Ihre Familie? Wir sind auf der Flucht getrennt worden. Aber meine Familie ist in Sicherheit, Gott sei Dank. Mhm. Meine Schwester bekommt nämlich bald ein Baby. So, aha, und Ihre Familie? Ich bin alleine. Hä, sag einmal, und warum hat jetzt jeder von euch ein neues Handy wie ich? Weil Syrien nicht am Ende der Welt liegt. Und weil das Handy seine einzige Verbindung zu seiner Familie ist, nicht wahr, Herr Vater? Das ist richtig. Ich habe noch zwei Dinge. Ein Handy und eine Buma. Buma? Buma, das ist mein vorläufiges Aufenthaltspapier für Deutschland. Krass. Das ist ja vollgas wenig. Das ist mein wichtigstes Dokument. Gib mal her. Nein, mein Freund, das gebe ich lieber nicht aus den Händen. Das wird doch nicht wiederkommen. Und was wollen Sie jetzt machen? Also, ich will auf jeden Fall wieder zurück nach Syrien. Aber bis dahin möchte ich gerne als Dolmetscher arbeiten. Ach, das ist wunderbar. Wir können Sie sehr gut brauchen. Ja. Mein Gott, na. Um Gottes Willen, ich habe ja meine Wäsche draußen hängen, die fliegt mir ja davon. Was ist, Bub, fährst du mit? Nein, ich bleib da. Dankeschön, Herr Pfarrer, für Gott. Komm uns gut heim. Ja, dankeschön. Jesus, der brisiert's aber. Da geht gleich die Sirene los. Ich zünd besser Wetterkerzen an, oder, Herr Pfarrer? Ja, bitte, mach das. Und ihm? Ich mach einmal eine passende Musik da herinnert. Glaubt ihr, jetzt hat der Mama nicht einmal was zu Abend gegessen. Oh, Elvis, cool. Oldie Time, oder was? Vorsicht, junger Mann, gell? Ich bin bekennender Elvis-Fan. Ja, freilich. War in ihrer Jugend. Gescheiter Kerl. Oh, Stromausfall, das auch noch. Ich kann nichts dafür. Ja, wer weiß. Ich mach auf. Dankeschön, ja. Ja, und was ist jetzt das da, hä? Herr Pfarrer, ja? Schafskäse. Oh, toll. Der Herr Vater da? Ja, der ist beim Essen. Entschuldigung, dass ich gerade störe, aber in der Turnhalle da ist ein Tumult ausgebrochen unter die Flüchtlinge. Und weil da ein Syrer dabei sind, habe ich mir gedacht, ob Sie vielleicht mitkommen könnten, Herr Vater, zum Übersetzen. Ja, natürlich. Ich hole noch meine Jacke schnell. Ein Tumult? Ja, die hörst du schon bis auf die Straßen auf. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis da mal was passiert. Wissen Sie was? Da gehe ich am besten auch gleich mit, gell? Ja. Herr Pfarrer, die Abendmesse. Ah, was? Dabei sind wir links schon wieder da. Also. Aber wenn es bis dahin nicht spät ist, auf geht's. Frag mal. Immer, ja. Ein Tumult. Ich schau besser mal nach der Oma. Sauber bleiben, gell? Sauber? Jetzt lassen uns die da allein. Ja, perfekt. Timing, da die Song, ha? Oder doch nicht? Mei, oh mei. Wo haben wir denn da ein Radio? Ah, da. Geleck. Das ist ja noch schlimmer. Puh. Top. Mei, hoffentlich passiert nichts in der Turnhalle. Du brauchst keine Angst haben, Franzi. Ich bin doch da. Du gibst wohl nie auf, was? Jetzt sei halt einmal ein wenig gechillt. Ich bin gechillt, aber du nicht. Ha, ich weiß, was du jetzt brauchst, damit du ein wenig locker wärst. Was wird jetzt das? Das ist der richtige Brandbeschleuniger. Was spinnst du?
Du Hirsel, kannst doch nicht am Pfarrer seinen Schnaps trinken. Das ist doch kein Schnaps. Das ist ein 50 Jahre alter Cognac. Wie ich sag, Hirsel. Prost. Prost. Hey, was bist denn du für ein Weichei? Auch wieder mit. Nein, nix, ich muss ja nur fahren. Ja und? Schau mich an. Jetzt sei kein Spaß, Brems. Also gut, der eine, aber dann ist Schluss. Bravo! Und noch ein. Nein, jetzt halt, hör auf. Mir wird jetzt schon ganz heiß. Ach so? Dir wird heiß? Ja, dann ziehen wir uns doch aus, Schnecke. Von wegen. Ja, schau. Ich fang an. Ja, weitergehen. Ja, nur wenn du auch was ausziehst. Auf geht's, Kim. Ja, jetzt du. Also, schon langsam habe ich das Gefühl, dass du gescheißt. Na, geh weiter. Was ist jetzt? Der klemmt. Oh, du Feigling! Nein, ehrlich, der geht wieder auf, nur zu. Was echt jetzt? Herr Scheißreißverschluss. Hätte ich bloß die Hosen mit der Knefu gezogen. Warte, lass mich mal schauen. Sag's bon, sag's bon. Ja, mal sag's bon. Der heute Start. Was macht's denn ihr da? Ja, Frau Mesnerin, es klemmt bloß mein Hosentürl. Bleiben Sie ganz entspannt. Ich bin ganz entspannt. Wir haben gerade bloß ein bisschen an Spaß gemacht. Ein bisschen an Spaß. Ja. Scheiß Reißverschluss. Nein, die himmlische Spaßbremse ist immer zur Stelle. Jetzt geh halt einmal schlafen, euer Mo. Oh. Sorry. Oh mei, oh mei. Wie schaut's denn da aus? Noch am gescheiten Männerstrip. Männerstrip? Sagt's einmal, habt ihr den 50 Jahre alten Cognac getrunken? Na, also bloß zwei Glaserl. Glaserl ist gut, Wassereimer. So was, na. Und jetzt zieht er endlich einmal was, oh, so schön bist auch wieder nicht. Ecke, Anna. Du weißt doch gar nicht, was ein schöner Body ist. Ich schon, du nicht. Dass Sie das so hügeln können, du. Hätten Sie mir nicht zutraut, gell? Hallo. Ja, sag einmal, du bist ja ganz schön luftig ausgezogen. Ist dir heiß geworden? Es ist absolut nicht so, wie es ausschaut, Herr Pfarrer. Aha. Ach so, eine Modenschau, oder? Wirklich? Ja. Jetzt zieh die O. Und im Gäste-WC ist eine Kernseife. Vielleicht kriegst du damit deinen Reißverschluss wieder auf. Ja, das war geschickt, weil ich muss ganz dringend bieseln. Herr Pfarrer, wir haben gerade wirklich bloß eine Gaudi gemacht. Ja, ich glaub's euch schon, ja. Ja gut, also nachdem der Strom immer noch nicht da ist, kann ich da eh nicht weiterarbeiten. Der Rechner hat sich runtergefahren, da geht gar nichts mehr. Ich helf noch schnell zusammenrahmen, dann fahr ich, gell? Hm. Ah, da wär's aber Mais haben, Franzi. Warum? Was werden Mäuse haben? Ah, das ist nicht so einfach.
Das ist eine bayerische Redewendung. Ach so, okay. Ach, was wird Mais haben? Dass du heimfahren kannst. Die Straßzeichen auf, deswegen die umgefallenen Bäume ist die nicht passierbar. Ach, sauber, und wie lang noch? Keine Ahnung. Die Feuerwehr ist überall unterwegs. Mhm. Ja, und zu mir? Genauso. Das kann Stunden dauern. Ja, sowas Blöds. Mei, finde ich gar nicht. Wisst ihr was, dann schlafst du alle zwei heute Nacht da. Ja, das ist ein Angebot. Das machen wir, oder Franzi? Moment, ja. Die Franzi, die schlaft im Gästezimmer und du schlafst da herin. Zusammen mit dem Herrn Vatterl. Tja, von mir aus. Ja, wird wohl das Gescheitste sein. Dankeschön. Ja, danke. Keine Ursache. Franz, im Keller unten sind ein paar Isomatten, die holst du schnell, gell? Ja, mach und, ich. Und in Ihrem Zimmer, da sind Decken und Kisten, okay, und so weiter. Dankeschön. Mein Freund, ich werde dich schon nicht auffressen, okay? Ich habe schon zu Abend gegessen. Also. Möcht von Erna noch jemand was essen oder kann ich das wegrammen? Nein, dankeschön. Ja, und Sie? Nein, dankeschön. Aber auf ein halbes Bier, da sage ich dir jetzt nicht nein. Ja, ich auch nicht. Ach, ich auch nicht. Aber jetzt sind's halt warm. Ach, wurscht. Brauchen wir ein Glasl? Geschmarrn, wir sind doch Flaschenkinder. Gut. Also nachher. Prost beieinander. Prost. 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 Also, Herr Pfarrer, jetzt erzählen Sie, was war denn in der Turnhalle? Später. Wir müssen jetzt zur Abendmesse. Auf geht's. Nein, Herr Pfarrer, bleiben Sie da. Wieso? Die lassen wir ausfallen wegen dem Wetter. Was? Es sind keine Leute drüben. Hä? Und wegen mir allein müssen Sie auch keine Messe abhalten. Was? Das war aber mal was Neues, gell? Exklusiv Messe für unsere bezaubernde Mesnerin. Aber gut, dann machen wir Feierabend. Gut. Also jetzt erzählen Sie. Also passen Sie auf. Schon von Weitem, da haben wir das Schroer gehört. Gell, Herr Schlickenrieder? Ja. Der Herr Pfarrer hat es gleich mit der Angst zum Tor gekriegt. Ja, darum bin ich ja als Erster in die Halle rein. Ja, weil Sie das Fenster eingeschlagen haben. Mhm. Was für ein Fenster? Durch das wir in die Halle eingestiegen sind. Sie sind durchs Fenster eingestiegen? Ja, weil der Herr Schlickenrieder einen Schlüssel vergessen hat. Typisch Katastrophenmeister. Und wenn wir dann drinnen waren, da ist das Geschroer immer lauter geworden, gell, Herr Schlickenrieder? Ja, aber dann haben wir uns ein Herz gefasst und... Und? Und sind auf die Menschenmenge zugegangen. Und? Dann haben wir's gefragt. Was? Ob wir mitspielen dürfen. Was? Fußball. Hä? Ja, die haben Fußball gespielt und wir haben gefragt, ob wir mitspielen dürfen. Die haben eine Mordsgaude gehabt. Von draußen hätten wir allerdings echt was anderes machen können. Ja. Jetzt, Moment. Die haben wirklich bloß Fußball gespielt. Naja, und du gar nicht einmal schlecht. Und Sie haben mitgespielt? Natürlich. Ich habe bei den Schwarzen gespielt. Ich bei den Weißen. Haben wir solche Trikots? Nein, das nicht, aber... Weil wir eben keine haben. Wir haben halt nach der Hautfarbe gespielt. Und natürlich haben wir Schwarzen gewonnen. So unentschieden. Nein, Ihr Tor war abseits. So ein Schmarrn von Regner. Klassische Abseitsposition. Das haben Sie überhaupt nicht sehen können. Aber das war abseits. Also bevor der Streit da noch eskaliert, ich gehe ins Bett. Gute Nacht. Gute Nacht. FC Alwaching. Jawohl, gute Nacht. Und Ihr Tor war halt leider mal abseits. Herr Pfarrer, lassen Sie uns das Kriegsbeil begraben, ja? Also gut, ja, das eine schon. Prost, Herr Schlickenrieder. Prost. Da schauen Sie, jetzt ist der Strom auch wieder da. Wir sind ein tolles Team, Herr Pfarrer. Ja. Wir haben es jetzt eigentlich das gemeint, das eine. Ja, schauen Sie, wir haben doch noch ein zweites Kriegsbeil. Hm? Sehen Sie, er meint's auch. Verstehe ich nicht. Warum hocken Sie sich eigentlich nicht hier? Da ja gern, aber... Aber... Ja, ich hab mir, wenn ich durch das Fenster eingestiegen bin, einen Schiefer eingezogen. Wo? Am, da. Ach, am, a großer. Ja. Gehen Sie noch nicht raus? Keiner vor lauter Lachen, ja. Oh, tut er so arg weh, ha? Ja, Jubelstürme löst da keine aus. Lassen Sie mir mal nachschauen. Das geht nicht. Herr Pfarrer, unter uns Fußballer. Ach so, unter uns Fußballer, ja gut. Meinetwegen, ja, da, bitteschön. Ist ja so groß, ha? Nein, das nicht, aber Sie haben sie beim Einsteigen weh, und ich beim Aussteigen. Was? Ja, ich hab mir einen Schädel angehauen.
Wir. Oh, lassen Sie mal schauen, das ist ein sauber Pinkel. Wollen Sie uns auch? Ja. Ja. Störe ich? Ja. Nein, nein, gar nicht, gar nicht. Wir begutachten nur gerade unsere Sportverletzungen. Sportverletzungen? Ja, der Herr Bürgermeister, der schwere Kopfverletzung. Ach, darf ich mal sehen? Ich war früher Ersthelfer. Ja, da. Okay, da genügt Eis. Und bei Ihnen? Der Herr Pfarrer, der hat einen Schiefer im... No. Hintern. Mhm. Darf ich? Ja, bitteschön, da. Warten Sie, mache ein Licht. Oh! Hören Sie auf! Sie sind im Stand und machen einen Pudel und stellen Sie es ins Internet. Ha, das war lustig, oder? War überhaupt nicht lustig. Auf dem Kühlschrank ist eine Taschenlampe und im Gefrierfach ist ein Kühlbeutel. Ist schon recht. Mhm. Herr Vater, geben Sie mir bitte mal den Schnaps da. Zum Desinfizieren? Ja, genau. Okay, da ist sie. So, die OP kann beginnen. Was machen wir jetzt? Örtliche Betäubung oder Vollnarkose? Bitte hier leuchten. Boxershorts, das hätte ich Ihnen ja gar nicht zutraut. Nur heute, weil mein Tanga in der Wäsche ist. Au. So, das war's. Dankeschön, ja. Und bei Ihnen? Nein, bei mir passt schon. Ich kühle bereits, damit kein Binky bleibt. Binky? Binky. Ja, Beule. Beule, Binky. War ja noch besser, Bräutigam mit Händel. Sie heiraten? Ja, morgen. Oh. Tatsächlich? Ja. Haben Sie schon einen neuen Trauzeugen? Ja, so wie mein Kämmerer Winkelmann verpflichtet. Oh, wie originell, ja. Und ein Pfarrer? Ja, Sie werden mich jetzt wohl hoffentlich nicht sitzen lassen. Ja, meine, Sie haben eine Sekretärin beauftragt. Ja, schon, wir haben einen Petto, aber also lieber weiß uns dann doch, wenn uns der Ortspfarrer trauen darf. Schauen Sie, das ist jetzt unser zweites Kriegsbeil. Krieg ich meinen Bau, kriegen Sie mich. Na, da schau her. Na gut, dann morgen ohne Sie. Mhm. Ah, und übrigens, falls Sie es dann doch noch anders überlegen sollten. Nein, das werde ich ganz bestimmt nicht. Ach, und übrigens, das Kühlteil, das dürfen Sie gerne behalten. Wir sind nämlich barmherzig. Gute Nacht. So, also Küche ist fertig. Dankeschön, Franzi. Gern geschenkt. Und Spülmaschine ist auch eingerammt. Wenn der Strom wieder da ist, braucht man es bloß noch abfahren. Wird ja nicht mehr lang dauern. Und wie darf meine Mama jetzt sagen, man kann alles erwarten. Da hat Ihre Mutter recht, man kann wirklich alles erwarten. Freilich hat's recht. Isidore, Kompliment. Sie sprechen wirklich sehr gut Deutsch. Dankeschön. Man kann alles erwarten? Man kann alles erwarten? Herr, ist das deine Antwort? Gut, dann werden wir es da warten. Sie, Herr Pfarrer, könnten Sie Ihren Schäfer mal fragen, wie ich mein Hosentürl jetzt aufbringe? Ich hab die Kernsorfen nicht gefunden und jetzt muss ich wirklich dringend bieseln. Und ich kann's nimmer da warten. Tatsächlich, dass durch die häufigen Stromausfälle die Zeitschaltuhr von den Kirchenglocken heute einen Geist aufgeben hat. Bestimmt, das hat jetzt eure drum nimmer der Backt. Psst, er schläft noch. Nimmer lang. Bitte, bitte, Frau Mesnerin, seien Sie gnädig mit ihm. Ich sag ihm nur guten Morgen. Mhm. Moin! Was ist los? Guten Morgen, Franz. Gut geschlafen? Ja, guten Morgen. War ich noch nicht. Und Sie, Herr Fahrzeug, gut geschlafen? Ja, danke, sehr gut. Das Schnarchen von Franz war sehr angenehm. So.
rhythmisch. Ja, einen guten Rhythmus habe ich immer drauf, sogar beim Schlafen. Komm, jetzt ziehst du dich an und dann gibt's ein schönes Frühstück. Braucht's nicht, danke. Ich hol mir einen Energy Drink. Nix, du frühstückst. Nicht, dass hinterher heißt, im Pfarrhaus auf eine hungernde Gäst. Ja, aber... Nix aber. Der Herr Pfarrer hat schon recht. Schau dir mal an, du Grischball, du. Grischball? Grischball, ja, was ist das? Das ist ein gut aussehender junger Mann. Ah. Also die Frau Meserin hat schon recht. Bisschen was kann schon hinwachsen an die. Komm, jetzt heißt mir dann ein Frühstück machen. Frühstück machen? Ich brauche Zigaretten. Soll ich vielleicht helfen? Na, ich helfe Ihnen. Bis der gerade ausschauen kann, ist der Tag vorbei. Dankeschön, das ist nett. Sie kennen sich ja aus in der Küche. Besser wie Sie. Gut, dann werden wir mal schauen, ob ich den Finanzierungsplan finde. Vielleicht kann ich was rausschinden für eine neue Zeitschaltuhr. Respekt, Sie haben ein Tempo drauf, Herr Pfarrer. Ja, ein Mann der Tat. Genau so wie unser Franz, gell? Du Grischperl. oh mei, Isidore, Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Gern. Franz, jetzt zirk doch einmal was an. Nicht, dass wir da herin noch eine Anzeige kriegen wegen Unterernährung im Pfarrhaus. Ja, ich lach mit tot, Anna. Ach, fuck. Entschuldigung. Was denn? Ich habe schon wieder verloren. Was willst denn du da? Planet Racing. Planet Racing? Das ist ja uralt. Hast du keinen gescheiten Shooter? Was? Entdeckung! Bam! Nein, danke. Sowas habe ich live zu Hause. Planet Racing. Du musst pushen. Versuch ich doch. Darf ich mal? Schau her. So geht es. Siehst du das? Jetzt kommt der Undertaker. Ha, jetzt nimmer. Ach, sehr gut, sehr gut. Aber sitzt ihr euch gut? Wir gewinnen gerade den Jupiter Cup. In unserer Galaxie. Und tschüss. Siehst du das? So geht es. Dankeschön. Jetzt musst du speichern. Mach ich, Moment. Halt. Mei, jetzt ist alles weg. Wirklich? Jo. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen? Wieso? Du warst ja erst auf Level 1. Ach so? Gib her, ich spul ihn auf. Nix da. Ich spul ihn auf. Du ziehst dich an. Ja, zieh dich an, Franz. Und ich muss leider ins Badezimmer. Ach, verdammt. Entschuldigung. Was schaust du denn so? Noch nie ein Grischball gesehen? Oh Gott. Zieh dich endlich einmal an. Da. Sex-Bomb, ja, mein Sex-Bomb. Was wird das jetzt? Männerstrip rückwärts. Sex-Bomb, ja, mein Sex-Bomb. Jetzt geht er nicht zu. Wie ein kleiner Bub, wirklich. Geh her. Hat sie fix? Sag einmal, tschüss. Was? Ich spinnst du? Ja, Frau Meisterin. Also es ist wirklich nicht so, wie es ausschaut, Herr Pfarrer. Oh, doch. Ich habe ihm bloß geholfen, damit es schneller geht. Hat geklemmt. Ich glaube, der andere Pfarrer wartet auf mich. Ich muss jetzt. Ja, weißt schon. Franz, wie soll das noch einmal enden mit dir? Tragisch, Herr Pfarrer. Einfach nur tragisch. Jetzt ist er zu. Ja, geh halt hin. Ist nicht meins. Ja, meins auch nicht. So, das ist ein Meistersens. Ach so. Ja, hallo, da ist Hötzelsberger. Ja, Herr Auer, grüß einer. Ja, das liegt bei uns. Ja, ist in Ordnung. Gut, wiederhören. Hat er es gestern da liegen lassen? Ja, er kommt gleich und holt's. Oh, der Tag hat so schön angefangen. Wo hab ich jetzt in meinen Finanzierungsplan hingelegt? Ha? Tja, nehmen Sie den. Aha. Aber wo ist eigentlich mein zweiter Socke? Nimm den. Danke. Bitte. Guten Morgen, Herr Pfarrer. Ja, guten Morgen, Frau Schaber. Guten Morgen, Mom. Ja, guten Morgen, Bub. Was tust denn du da? Ich hab heute Nacht da geschlafen. Was? Der Herr Pfarrer wollte mich unbedingt bei sich haben.
Haben Sie sich recht Sorgen gemacht um ihn? Aber nein, wenn ich nichts her von ihm, dann weiß ich schon, dass es ihm gut geht. Ich habe ihn ein Zimmer gebracht. Ja. Ah, auch eine Monatsbestellung von meinem Vorgänger. Sie sagen es. Ah, schon bezahlt? Für den Monat schon. Frau Schaber, auch diesen Brauch behalten wir bei. Ja, wunderbar. Guten Morgen, Frau Schaber. Ja, guten Morgen, Herr Pfla. Guten ich gehe ins Bad. Da ist gerade die Franzi drin. Perfekt. Solo. Ah, der Stripper. Guten Morgen. Guten Morgen, Franzi. Ich hätte gemeint, du bist im Bad. Jetzt wollte ich gerade zu dir kommen. Nimm du lieber eine kalte Dusche. Ist gescheiter. Guten Morgen, Bernanz. Morgen, Franzi. Kann ich irgendwas helfen? Frühstück machen? Ja, das ist ein Geschäft. Geh weiter. Danke, die Damen. Gerne. Noch Herr Vaterl. Wie gefällt es Ihnen denn bei uns? Sehr gut, danke schön. Ich habe schon sehr viele nette Menschen kennengelernt. Na, das freut mich aber. Ja. Entschuldigung. Herr Pflaftal. Bitte sagen Sie Isidore. Isidore, ja. Möchten Sie Kaffee trinken oder Tee? Kaffee, bitte. Kaffee, ja. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Nein, nein. Tun Sie nur da bleiben, okay. Ja. Isidore. Alle trinken einen Kaffee. So, jetzt schauen Sie her, bitteschön. Ja, habe ich das gestern da liegen lassen. Kein Problem, bitteschön, ja. Dankeschön. Guten Tag. Ach, Herr Auer, das ist der Herr Vaterl aus Syrien. Ein Asylant? Ein Flüchtling, ja. Und was tut der da? Der wohnt vorübergehend da. Jetzt hat es aber weit runtergeschnitten. Wenn die jetzt schon in einem katholischen Pfarrhaus untergebracht werden. Er ist mein Gast. Ein schöner Gast. Weiß der überhaupt schon, was ein Klo ist? Ja, aber jetzt machen wir es aber einen Witz. Na gar nicht. Die kommen doch alle was wegen Geld zu uns. Herr Auer, in Syrien ist Krieg. Ja, freilich, bei uns war er auch Krieg und meine Eltern sind auch nicht weg. Sagen Sie mal, glauben Sie das eigentlich selber, was Sie da sagen? Ja, freilich. Ja, wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß mit dem Schmarotzer da. Lass mir selber sagen, was ich von Ihrem Alter, aber er versteht mich ja nicht. Täuschen Sie sich bitte nicht. Ich verstehe Sie sehr gut. Ja, Der Herr Vaterl ist nämlich Deutsch- und Geschichtslehrer in Syrien und er hat jedes Wort von Ihnen verstanden. Nicht wahr, Herr Vaterl? Das ist vollkommen richtig und ich kann Sie beruhigen. Wir wissen durchaus, eine Toilette zu benutzen. Zum Füßewaschen, nicht wahr? Was? Nein, ich dachte, man benutzt doch eine Toilette zum Füßewaschen. Oder war es Zähneputzen? Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr, Herr Auer. Wissen Sie es vielleicht? Nein, möchte Sie eher da über mich lustig machen? Aber das schaffst du nicht. Du nicht! Bitte duzen Sie mich nicht. Die Form du ist eine Form der Vertrautheit und ich fühle mich Ihnen gegenüber nicht vertraut. Bitte sitzen Sie mich doch. Ich hab schon gut. Sie sollte ich zu ihm sagen. Das wäre sehr nett, ja. Du pass mir auf, jetzt will ich mal was sagen, gell? Zu so einem, der wo uns da. Der wo ist kein schönes Deutsch. Nur der. Der, wo uns da auf der Tasche liegt. So, den sage ich du, solange es mir passt. Hast mich. Hast mich? Haben Sie mich verstanden? Derbes bayerisch. Ja, ich habe Sie verstanden. Der mit der blöd anreden, als wäre ein Deppen. Als ha? Wie ist grammatikalisch falsch. Was möchten wir Deutsch auch noch lernen? Lehren. Ja, wo sind wir denn überhaupt? Ha? Hey, was ist denn da los? Der Herr Auer kriegt gerade vom Herrn Vaterl Deutschunterricht. Du gibst mir keinen Unterricht, du nicht. Deutschkurs für Fortgeschrittene. Entschuldigung. So, und ich werde jetzt zum Füßewaschen gehen. Oder auch zum Zähneputzen. Es ist praktisch so eine Toilette, nicht wahr, Herr Auer? Schönen Tag. Lach nicht so blöd. Hey, lassen Sie die Franzi in Ruhe. Die sollte nicht so blöd lachen. Hey, aber vom Gas. Ja, aber ich glaube, es ist gescheiter, wenn Sie gehen, ja. Nein, Herr Pfarrer, der soll da bleiben. Weil jetzt kriegt er zu seinem Deutschkurs auch noch einen Benimmkurs dazu. Was? Ja, ich habe nämlich gestern gehört, weil Sie mit dem Franz umgesprungen sind. Ja, und wen schon? Das hat er sich verdient, der hat nämlich nicht gescheit gearbeitet. Das mag sein. Aber das kann man auch in einem anderen Ton sagen. In meinem Betrieb rede ich, wie es mir passt. Von wegen. Sie werden dem Franz gegenüber jetzt einen anderen Ton anschlagen. Ist das klar? Jawohl, nicht richtig. Ich weiß, dass der Franz kein Heiliger ist.
Aber das hat er nicht verdient, dass man so mit ihm umspringt. Was? Das hat noch keinem geschaut. Das macht ihn hart. Ja, freilich. So hart wie Sie, gell? Jetzt aber werde ich was sagen. Entweder Sie sind jetzt anständiger zum Franz. Oder wir wechseln die Lehrstelle. Ja, gern, lieber Heid, als wir morgen. Ja, dann gehen wir aber auf die Handwerkskammer. Und werden den ja mal stecken, wie es bei Ihnen abläuft. Das können wir gern machen. Das werden wir auch. Ach, mir ist doch das alles viel zu blöd. Franzi, du wärst allein fertig. Freilich. Entschuldigung, Herr Pfarrer. Ist schon gerecht. Wiederschauen, Frau Schauber. Wiederschauen. Herr Auer, eine Woche gebe ich Ihnen Zeit. Eine Woche gebe ich Ihnen Zeit? Ja, was bringt sie denn die nicht ein, ha? Herr Auer, glauben Sie nicht, dass die Frau Schauber da vielleicht recht haben könnte? Nein, gar nicht. Lehrjahr sind ja dabei keine Herrenjahre. Ja. Und wem das nicht passt, der soll in Gottes Namen was anderes machen. Ja, ja. Aber schauen Sie nicht, jeder junge Mensch ist gleich. Nicht jeder kann mit so einer rauen Art umgehen. Ich sage Ihnen einmal was. In meiner vorherigen Pfarrei, da habe ich viel mit Jugendlichen aus schwierigen Verhältnissen zu tun gehabt. So? Mhm. Aha. Und? Was geht mit dir so? Naja, schauen Sie. Ich meine, wenn keine intakte Familie mehr da ist und dazu auch noch ein schlechter Freundeskreis kommt, dann gibt es oft nur mehr noch einen Lehrherrn, der dann Halt gibt und der gewisse Werte vermitteln kann. Oft ist er die letzte Chance. Wenn man die verpasst, dann ist der Zug abgefahren und dann geht es meistens bergab. Diebstahl, Drogen, manchmal sogar Suizid. So? Ja. Ein Lehrherr, der hat manchmal eine große Verantwortung. Denken Sie doch einmal darüber nach, Herr Auer. Guten Morgen, Meister. Haben Sie Ihr Handy wieder? Ja. Ja, dann klebe ich jetzt noch schnell den Gang ab. Ja, okay? Das tust. Das heißt, nein, das. Das klang am Montag auch noch. Wiederschauen, Herr Pfarrer. Schönes Wochenende. Dankeschön. Gleichfalls. Für dich, Franz. Für Gott. Was ist denn mit dem los? Hat der was eingeschmissen? Na, der hat nur gerade eine Erleuchtung gehabt. Der und eine Erleuchtung? Ja, deine Mama hat ihm ordentlich ins Gewissen geredet. Meine Mama? Ja, und zwar sehr direkt. Ach, jetzt kann's losgehen. Ja, Franzi, geht's bei dir? Soll ich dir was helfen? Herr Vatterl, Frühstück wäre fertig. Ich komme. Ja. Da, tu auch was. Ich tu doch was. Ich bin voll am Chillen. Da. Ah, der Kaffee duftet durch das ganze Haus. Ja, bitteschön. Herr Pfarrer? Ja? Ich brauche das Trauungsprotokoll. Ach, Jesus, nein, das ist. Ja, ganz ja, da ist ja. Sie, haben Sie uns Zeit auf ein schnelles Tassel Kaffee? Wissen Sie was? So viel Zeit muss sein. Mein Gott, das sind so viele Hochzeitsgäste. Der Herr Landrat ist auch da. Und ich bin gefragt worden, ob das stimmt, dass ein anderer Pfarrer da ist. Aber solange der Herr BGM nicht nachgibt, gehen wir auch nicht nach. Gell, Herr Pfarrer? Richtig, Franz, da bleiben wir hart. Hast du das gehört, Franzi? Hart. Oh, fangst du jetzt schon wieder an? Sag doch gar nichts. Herr Pfarrer, sind Sie mir bitte nicht besser, aber ich krieg noch nichts runter. Stört es einen, wenn ich schon mal anfange? Ach wo, mach es nur. Gut, dann auf in den Endspurt. Ja, gern. Ewig schaut, dass er auf die Schnelle noch einen anderen Pfarrer gefunden hat. Frau Mesner. Sonst hätten sie ihn in der Hand gehabt. Ich hab Ihnen schon gesagt, ich hätte ihn nicht erpresst. Was? Wieso erpressen? Ja, das ist eine andere Geschichte. Erkläre ich Ihnen anders mal. Auf alle Fälle kann ich, so wie es ausschaut, nichts gegen die Politik des Herrn Bürgermeisters unternehmen. Wie hat mein Großvater immer gesagt, kannst du Politik nicht ändern, musst du versuchen, Faktum zu ändern. Ha? Faktum? Gegebenheiten. Man braucht nur eine Chance im richtigen Moment. Scheiße! Hm? Entschuldigung, jetzt habe ich vor lauter schnell den Kaffee ausgeschüttet. Mein Gott, da sind Servietten. Danke. Mal hier genau über den Finanzierungsplan. Ach, ist ja halb so schlimm, es ist ja bloß eine Kopie. Und über das Firmenmatrikelbuch. Akkurat über den Namen vom Herrn Bürgermeister. Pfeilgrad, man kann ihn kaum noch lesen. Chance im richtigen Moment. Ja, Isidore.
Das ist ja dann Manipulation. Nein, 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 mein Freund, das ist Auslegungssache. Franzi? Ja. Danke. Danke, o oh Herr. Frau Wieser, den holst du einmal ganz schnell den Herrn Bürgermeister. Was? Aber der heiratet doch jetzt gleich. Ja, gerade deswegen. Sagen Sie ihm, ich hab ganz was Wichtiges mit ihm zu besprechen. Wir's meinen. Ja. Dies morgen. Ja, halt, lang, vollkommen. Das tut mir so leid, ich weiß wirklich nicht, wie das passieren hat können. Das ist mir auch schon mal passiert. Oh, sowas Blöds. Ist denn sonst noch was los? Nein, nicht einmal die Tastatur, nur die Seiten da. Ah, gut, ja. Herr Pfarrer, was gibt's denn jetzt noch Wichtiges? Mein lieber Herr Bürgermeister, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Trauung heute nicht stattfinden kann. Aha, und wieso? Weil Sie nicht gefirmt sind. Ach, freilich bin ich gefirmt, ich hab zwar meine Urkunde nimmer, aber der Pfarrer Karl hat in dem Buch nachgeschaut. Im Firmatrickelbuch. Richtig, da steht's drin, schauen Sie nein, wieder schauen. Ja, ich weiß ja nicht, was mein verehrter Vorgänger da drin gelesen hat, aber auf alle Fälle nicht den Namen und die Daten Ihrer Firmung, weil die stehen da nämlich nicht drin. Das ist so ein Schmarrn. Das ist überhaupt kein Schmarrn. Schau's, ich hab grad zufälligerweise dieses Firmatrickelbuch da durchstöbert. Ich hab aber nirgends Ihren Namen finden können. Nur hinten im Register, aber das besagt überhaupt nichts. Weil in Ihrem Jahrgang ist er nicht zu lesen. Das glaube ich aber nicht. Bitteschön, überzeugen Sie sich doch selber. Das ist ja ganz nass. Ja, ich hab da gerade aus Versehen Kaffee drüber geschüttet. Ja, freilich. Aus Versehen. Mit Absicht hast du das gemacht. Was? Nein, wirklich nicht. Wie dem auch sei. Ihr Name ist da drin nicht zu lesen. Ganz deutlich kann man es lesen. Schauen Sie her. Schl. Ja, Schlickenrieder heute. Schlickenrieder, ganz deutlich kann ich es lesen. Mein lieber Herr Bürgermeister, in diesem Büro entscheide ich, was zu lesen ist. Und ich kann es nicht lesen. Und ich auch nicht. Ach. Ja, genau. Gerade du. Schaut's nicht so blöd. Das ist ja wohl ein abgekartetes Spiel. Damit kommt sie mir nicht durch. Ich warne Sie, mein Lieber, ich warne Sie. Wenn ich Ihren Ausführungspfarrer davon in Kenntnis setze, dann darf er Sie nicht trauen. Jeder weiß, dass ich gefirmt bin. Anna, du warst damals dabei. Sag's ihm. Ja. Na, bei deinem großen Bruder war ich dabei. Und du bist damals mit einer Rotzglocke hinter der Blasmusik hergelaufen. Gut, also kann ich mir jetzt meine Hochzeit in die Haare einschmieren, oder was? Das liegt ganz bei Ihnen. Wieso? Ja, es gäbe da nämlich schon noch eine Möglichkeit, Ihnen zu helfen. Aha, welcher nicht denn? Eilfirmung. Herr Pfarrer, sowas gibt's doch gar nicht. Natürlich gibt's sowas. Allein der Firmenunterricht dauert über ein Jahr. Ja, ich weiß, aber man konnte es schon ein bisschen straffen. Ja, und wo kriegen wir auf die Schnelle einen Bischof her? Also wenn ein Pfarrer von einem Bischof ausdrücklich beauftragt wird, dann kann auch ein Pfarrer eine Firmung vornehmen. Das taten dann Sie machen, oder? Natürlich, ich lasse Sie doch nicht hängen. Ja, das ist ja total nett von Ihnen. Also, dann fangen wir bitte an. Langsam. Ja, genau, na, stimmt, haben Sie recht. Machen wir langsam, weil ich heirate bloß in einer halben Stunde. Ich weiß. Aber ich möchte vorher noch ganz gern auf unser beider Lieblingsprojekt zu sprechen kommen, das neue Pfarrheim. Ich hab's gewusst. Herr Pfarrer, ich kann noch nichts mehr machen. Der Gemeinderat hat den Bau ja schon mal abgelehnt. Da müsste ein anderer Sachverhalt her. Aha. Ach, also praktisch ein anderer Grundriss? Ja, dann bauen wir halt einen geilen Proberaum ein, für Musiker. Ja, reicht es. Ja, das klangt. Also gut, dann abgemacht. Ja, versprochen. Ich hau durch. Gut, dann fangen wir jetzt aber an. Firmunterricht. Hinknien. Was? Hinknien. Also, Obi. So. Und nun, mein Sohn. Ich bin jetzt deine Firmenpatin. Ah, kriege ich von dir meine Uhr. Erwatschen kannst du haben. Ruhe. Nun, mein Sohn, wie lautet das Glaubensbekenntnis? Ich glaube an den lieben Gott, den Vater, den Allmächtigen, den... Thank you.
bewirkt ein Sakrament? Auch richtig. Sehr gut. Und nun, Jochen sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist. Amen. Ah, ja, Amen. Der Friede sei mit dir. Ja. Merci. Oi, oi. Was denn jetzt noch? Der Backenstreich. Was? Ja, genau.